Und somit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei Momo Games. Das ist nur eine Demo. Ach, ich finde die Musik viel zu laut hier. Moment. Ja. Also ich werde mich in das Spiel stürzen und testen, ob sich der Humor der JRPG-Reihe und der Geist von Minecraft gut vertragen. Also ich ahne Gutes und freue mich sehr auf den Mix. Die japanischen Hersteller haben ja in Japan sehr großen Erfolg gehabt und jetzt wollen die auch in Deutschland starten. Das Spiel kommt, also die Vollversion kommt im Oktober 2016 nach Deutschland. Ja, viele sagen auch, das ist ein Klon von Minecraft, obwohl da einiges gedämpft ist. Also die großen, das große Bauen wie bei Minecraft, das gibt's hier eigentlich nicht. Aber wir schauen mal selber. Ich kenne mich auch noch nicht so gut aus. Wir schauen mal rein. Also Dragon Quest Builders. Spieleinleitung. Was gibt's da? Einstellung? Ich will da nichts einstellen. Also Spieleinleitungen. Passe verschiedene Aspekte des Spiels an und verändere das Aussehen deines Charakters. Aha. Charakter anpassen? Männlein. Wir nehmen ein Männlein. Haare. Ich weiß nicht. Das kann... Rot. Komm, wir nehmen Rot. So wie der Momo-Gamer hier. So. Also wie meine Seite. Meine Haare sind natürlich nicht rot. Haut kann so bleiben, Augen können auch so bleiben, alles klar, alles gut, alles gut. Bauke, wir heißen sicher nicht Bauke. Muss ich jetzt da auf Löschen gehen? Tatsächlich, also ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Wie kann ich hier... Ich wollte sagen, wie kann ich hier Großschreibung machen, aber hier. Links ist groß, rechts ist klein. Ich bin der Momo. Halt! Sorry Leute, sorry, ich bin hier ein bisschen... durcheinander wegen der... ist ganz anders. So, Momo, bist du mit diesem Charakter zufrieden? Na klar sind wir das. Sonst können wir es später noch umgestalten. Einstellungen, was gibt's denn da alles? Nach oben, unten, blicken, L1, R1 und so weiter und so weiter. Ja, 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 ja. Nein, wir lassen alles so, wie es war. Ja, ich bin zufrieden. Also, Kapitel 1. Kentlin. This is a danger, danger, danger. Oi, oi, oi. Also gut. Der macht mir ein Angebot, dass ich die Hälfte der Welt bekomme. Naja. Momo, endlich habe ich dich gefunden. Eine einzige törichte Entscheidung. Das geheiligte Land in den Finsternis gestürzt. Unter düsteren Himmel kriechen meine Kinder wie niedriges Gewürm über die Erde und warten machtlos auf ihre Vernichtung. Nur die Macht, die du bringst, kann diese Welt aus Ruinen wiederstehen lassen. Sorry. Wiedererstehen lassen. Ja, erhebe dich, mein Kind. Dein Schicksal wartet. Momo, mein Kind. Endlich bist du aufgewacht. Erinnerst du dich daran, wer du bist? Weißt du noch, was du bist? Nein, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sorry, lieber Vater. Ich verstehe. Du kannst dich also an nichts erinnern. Einerlei.
Vielleicht ist es sogar besser so. Dein Körper ist bestimmt noch schwach nach deinem langen Schlummer. Steh auf, mein Kind, und strecke deine müden Glieder. Also gut, Bewegung, Bewegung. Mit dem linken Stick kannst du dich bewegen, drücke Kreis, um zu springen. Vertritt dir doch mal die Beine. Alles klar, was jetzt? Was jetzt? Ich drück einfach mal weiter. So können wir springen. Das ist eine Erleichterung. Du bist wohl auf. Hallo, ich bin gerade mal zweimal gesprungen. Was ist los? Du kannst deine Rolle erfüllen. Alles klar? Momo, mein Kind, ich habe dich geweckt, damit du auf eine wichtige Mission aufziehen kannst. Eine Mission, von der vielleicht das Schicksal der ganzen Welt... Wie bitte? Freilich bist du noch nicht ganz bei Kräften, aber das Schicksal der Welt ist doch nun wirklich wichtiger als... Herrje, mein armes Kind, es ist wahr, dein Leben hängt am seidenen Faden. Anscheinend hat dein langer Schlaf dich all deiner Kräfte beraubt. Hier, mein Kind, nimm diese weißen Blütenblätter. Sie werden deine Lebensgeister wecken. Ja, dann gib mal her. Komm her. Also Leute, am Anfang wird sehr viel erklärt und ich weiß nicht, was sagt ihr? Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ich weiter lesen soll oder ob ich einfach ruhig sein soll und ihr liest selber. Ihr könnt entscheiden. Mir ist es egal, mir ist es wurscht. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht stotter beim Lesen. Warte mal, das war doch hier eine Ecke. Ach, da drüben. Sorry. Momo erhält zum ersten Mal bla bla bla. Ich war jetzt nicht so schnell. Gut. Was jetzt? Momo, du wurdest mit einer besonderen Gabe gesegnet. Aha, der Fähigkeit. Einfache Materialien zu kombinieren und daraus neue Gegenstände zu bauen. Ja, dann zeig mal her. Du kannst auf diesem Baumstumpf arbeiten. Bereite aus diesen was? Weißen Blütenblätter, die du gesammelt hast, etwas Heilsalbe her. Lass uns etwas bauen. Mit den Materialien, die du einsammelst, kannst du neue Gegenstände fertigen. Benutze die nahegelegene Werkbank dazu, etwas Heilsalbe herzustellen. Ja, tatsächlich hat es Ähnlichkeiten mit Minecraft. Heilsalbe, Fackel. Wir stellen mal eine Heilsalbe her. Das wollten die auch von uns haben. Bauen. Wunderbar. Du hast dein erstes Werk vollbracht. Juhu! Momo, mein Kind. Ja, Vater? Du verfügst über eine Gabe, die in dieser Welt einzigartig ist. Die Macht, neue Dinge aus einfachen Materialien zu fertigen. Versorge deine Wunden nun mit der Heilsalbe, die du hergestellt hast. Drücke Viereck, um Werkzeuge und Gegenstände zu verwenden. Gegenstände benutzen. Du kannst Gegenstände benutzen, indem du sie Steuerkreuz links, rechts auswählst und dann Viereck drückst. Benutze die angefertigten Heilsalbe, um deine LP wiederherzustellen. Alles klar. Sauber. Geht es dir jetzt besser? Deine Wangen sind schon wieder ganz rosig. Ja, mir geht's besser. Du hast diese Heilsalbe mit deinen eigenen zwei Händen hergestellt. Ja, war nicht schwer. Doch die Männer und Frauen, die in dieser Welt leben, haben diese schöpferische Kraft verloren. Momo, mein Kind. Ja, Vater. Auf deinen jeglichen Schultern lastet eine heilige Pflicht. Du musst... Ja, was muss ich? Nun ja, natürlich möchtest du von hier fortgehen. Aber erst einmal musst du noch lernen, wie. Seufz. Ja. So sei es. Ich werde dir zeigen, wie du deinen Weg aus dieser Gruft bauen kannst. Ja, dann zeig mal her. Ich will ja endlich raus und ich will loslegen. Hallo? Nimm zuerst diesen abgebrochenen Ast an dich.
Mach ich doch gerne, Papa. Gut gemacht, Mumu. In diesem bescheidenen, abgebrochenen Ast schlummert ein... Was? Zypresenstock. Was? Okay, die einfachste aller Waffen. Kehre zum Baumstumpf zurück und fertige daraus einen Zypresenstock. Das mache ich doch gerne, Papa. Bauen bitte. Glückwunsch, mein Kind. Du hast deine erste Waffe hergestellt. Eins schuf der Menschheit... Die Menschheit, sich Werkzeug und errichtet damit eine blühende Zivilisation. Naja, einige machen es aber auch wieder kaputt. Aber ist jetzt nicht das Thema. Und wie alle großen Zivilisationen bauten auch sie Waffen. Doch jetzt bist nur du in der Lage dazu, solche Dinge anzufertigen. Also bin ich was Besonderes, ja? Momo, mein Kind, zum 100. Mal, Alter. Okay, dir wurde ein göttliches Mission anvertraut. Du musst... Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dich draußen in der Welt umsehen möchtest, aber meinst du nicht, du solltest lernen zu... Ach, so sei es. Um einen Weg nach draußen zu bauen, musst du zuerst die Waffe anlegen, die du hergestellt hast. Drücke X, um das Hauptmenü zu öffnen und nimm den Zypresenstock in die Hand. Waffen und Rüstungen sind nur dann von Nutzen, wenn man sie auch anlegt. Drücke X, um das Hauptmenü zu öffnen und wähle Ausrüstung, um Gegenstände aus dem Beutel anzulegen. Ich habe X gedrückt. Gegenstände? Hey Leute, ich habe keine Gegenstände. Ausrüstung. Da haben wir was auf jeden Fall. So, jetzt habe ich einen fetten Stock in der Hand. Alter. So, Waffen dienen nicht nur zum Kampf gegen Monster. Du kannst damit auch Materialien sammeln. Nur du allein besitzt die Macht, Gegenstände zu zerlegen, bis nur noch ihre einfachen Bestandteile übrig sind. Seit diese Welt in Finsternis gestürzt wurde und die Menschheit die Gabe verloren hat, warten sie auf die Ankunft desjenigen, der die schöpferische Kraft besitzt. Momo, mein Kind. Ja, Papa. Die Träume, Hoffnungen und Schicksale der Bewohner dieser Welt lasten auf deiner Schulter. Schon wieder. Wenn dieses Land jemals wieder das Licht erblicken soll, musst du deine heilige Pflicht erfüllen und... Ja, Papa? Hallo, Momo. Du bist doch wohl nicht eingeschlafen. Oder etwa doch? Jetzt Moment mal hier. Wer ist noch wach? Vielleicht unterhalten wir uns lieber draußen weiter. Ich würde auch sagen. Um einen Weg nach draußen zu bauen, musst du dir die Erde in der Nähe aufbrechen und einsammeln. Drücke Dreieck, um Objekte zu zerstören und sie so in Materialien zu verwandeln, die du aufheben kannst. Zerschmettere die Erde um dich herum und sammle 10 Erdblöcke. Okay. Minecraft-like. Das war X. Ich muss erstmal klarkommen hier. Mit dem Kreis springt man. Das muss ich erstmal. Wie viel haben wir? 4 schon? So, jetzt hätten wir 10, Papa. Gut gemacht, Momo. Das sollte genügen. Drücke Viereck, um die Erdblöcke vor dir auf dem Boden abzulegen. Oh, uns wird sogar gezeigt, wohin damit. Ich habe eine Stelle für dich rot markiert. Platziere dort einen Erdblock, um eine Treppe zu bauen. Und steige aus dem Grab heraus. Alles klar, nichts lieber als das. Drücke links, rechts mit dem Steuerkreuz, um einen Block auszuwählen. Und drücke dann Viereck, um ihn vor dir abzusetzen. Platziere Erdblöcke innerhalb der roten Markierungen, um eine Treppe zu bauen. Spreng.
Also gut, so. Platzieren. Platzieren. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das war jetzt blöd. Warte mal, warte mal. Nein. So. Das war echt blöd. Jetzt habe ich einen umsonst weggeschmissen, aber egal, ich brauche jetzt keinen mehr. Oder? Ah, da oben brauchen wir noch einen. Was? Fällst du auf der aus großer Höhe, nimmst du Schaden, wenn du unten aufschlägst. Deshalb solltest du beim Abstieg von Ging. Was steht da? Geländeerhebungen vorsichtig walten lassen. Alles klar. Danke für die Info. Danke für eure Info. Wie kann ich das wieder wegpacken? Ich will erstmal wieder ein paar Klötze farmen. Den da oben? Nein. Warte mal, warte. Ja, das passt, das passt, das passt. So, jetzt nochmal von vorne her. So. Aber wie soll das gehen, hallo? Ach, ich kann einfach in die Luft. Alles klar, einfach in die Luft irgendwas tun, oder was? X mit öffnen. Also, mit X öffnen, ja. Gut gemacht, Momo. Du hast einen Weg nach draußen gefunden. War auch nicht schwer, ne? Vor dir erstreckt sich die Welt Alefgard. Das Licht ist vor langer Zeit aus diesem Land gewichen und nun herrscht hier ewige Finsternis. Die Menschen, die in diesem düsteren Reich wohnen, besaßen einst Kreativität, bis sie ihnen entrissen wurden. Ohne sie zerfiel ihre Zivilisation zu Staub. Momo, mein Kind. Ja, Papa. Dir wurde eine bedeutsame Mission anvertraut. Nur mit Hilfe der Macht, über die du verfügst, ja, Kreativität, kann diese Welt neu erbaut werden, damit die Menschen von Alefgard, Mann, ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, ne? Und Witz, Alefgard sich wieder erheben können. Wie bitte? Was soll das heißen? Das kapierst du nicht. Ich hab doch nichts gesagt. Verzeih mir, mein Kind. Nachdem du so lange geschlafen hast, muss all dies ein großer Schock für dich sein. Ja, das ist es. Ja. Ich werde es einfach formulieren. Nutze die Kreativität, die in dir steckt, und baue diese Welt nach eigenen, was ist der, Gutdünken, alles klar, wieder auf. Bestimmt wirst du dabei auch deine Pflicht erfüllen. Ja, ich gebe mein Bestes. Darüber hinaus wirst du der Tragödie, die sich in dieser Welt abgespielt hat, bald gewahr werden, wie auch deiner Rolle bei ihrer Errettung. Ich bin Rubis. Hallo Rubis. Jetzt kann ich nicht mehr Vater sagen, sondern muss Rubis sagen. Der Geist des Landes, geh nun, mein Kind, und wisse, dass ich immer über dich wache und wachen werde. Okay, ich werde dich trotzdem Vater nennen. Ach, und Momo, es gibt noch eine Sache, die du wissen musst. Ja, du bist kein Held. Vor allem anderen musst du immer daran denken. Ich habe zu schnell weggedrückt. Kentlin erbinnen, das verheerte Flachland. Geil. Also ich glaube, das Spiel wird echt einen Suchtfaktor haben. Das Land, das vor dir liegt, trug einst den Namen Kentlin. Ich glaube, oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kentlin. Vor langer, langer Zeit stand hier eine lebendige Stadt, die auf allen Seiten von festen Mauern umgeben war. Doch sie wurde durch die schonungslosen Angriffe der Monster völlig zerstört. Ja, von ihrer einstigen Pracht ist kaum ein Zeugnis geblieben. Das sehe ich gerade. Momo, mein Kind. Du musst die Macht einsetzen, die in dir steckt, um die Stadt Kentlin wieder in alten Glanz erstrahlen zu lassen. Dies wird dir der erste Schritt bei deiner Mission sein, Alefgard wieder aufzubauen.
Damit dir dies gelingt, will ich dir etwas schenken. Ja, dann gib mal her, Vater. Wow! Was passiert jetzt? Nimm dieses Banner der Hoffnung und begib dich zu dem Licht, das du vor dir siehst. Also, wir haben unsere erste Aufgabe, unser erstes Ziel. Ja. Selbst als die Finsternis sie von allen Seiten umzingelt hatte, ließen die Männer und Frauen von Kentlin diese Flagge bis zum bitteren Ende wehen. Er richtete dieses Banner erneut in diesem Land auf, dass seine strahlendes Licht zum Symbol für Kentlins Wiederaufbau werde. Geh nun, eile zu der Lichtsäule. Momo erhält ein Banner der Hoffnung. Also gut. Liebe Gaming-Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sieht echt gut aus. Also wie gesagt, es wird süchtig machen, das Spiel. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ne? Da haben sich die Japaner was ausgedacht. Also schön kopiert von Minecraft. Ein Klon von Minecraft. Naja, an alle Zuschauer gerade, lasst doch mal bitte ein Like da, also Daumen hoch nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren, ist mir sehr wichtig. Ne? Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich mache dann in der nächsten Folge weiter. Natürlich mache ich hier weiter. Ich schöpfe die Demo komplett aus, bis die Vollversion kommt. Und dann schauen wir mal. Wenn viel Like da ist, dann mache ich auch die Vollversion. Ja, also, ich wünsche euch was. Haut rein. Take a body's high.